weil mir gesagt wurde, ich sollte mal ankündigen, wann ich Schnitte setze und weitermache. Markus? Mhm. 700 Punkte in den Overcharge, wie wär's? Ja, auf jeden Fall. Muss hier bloß noch kurz ein paar Blöcke setzen. Kannst du Punkte auch schnell mir geben, dann renne ich ja schnell hin. Bobby, 3 Minen, wie wär's? Ja, gleich. Muss nur noch kurz Markus Postbote spielen und dann losgehen. So. 77,8% Verstärkung. Jo, ist schön. Also das ist echt beschämend unoptimal. Was denn? Wie ich das Ganze hier baue, aber scheiß drauf. Junge, unsere Meta sieht gerade ziemlich gut aus von dem Schadensoutput her. Mhm. Ansonsten, Markus, du kannst hier auch noch einen Block rausnehmen. Kannst du genauer arbeiten. Weil der Block braucht, den Block brauchst du gerade eh nicht. Da. Den wirst du sicher noch ganz dringend brauchen. Ja, ich überlege trotzdem ganz kurz mal, vielleicht kann man ja irgendwas bauen. Soweit ich sehe, ist aber ganz optimal eigentlich. Also nicht ganz optimal, aber schon befriedigend plus. Während zwischen einer 3 plus und ganz optimal ist. Das kommt drauf. Optimum ist das allerbeste. Es kommt drauf an, von welcher Sichtweise du das siehst. Befriedigend ist über Durchschnitt und Durchschnitt reicht. Ich versuche gerade richtig zu überlegen. Gehe ich mit auf die Hüpfer? Oder gehe ich eher auf diese Seite hier? Und gebe dieser riesigen Schar und Horde an Gegnern, die hier rauskommen, erstmal den ganzen Feuer-Debuff. Und den kleinen Viechern möglichst den Rest. Ich glaube, die Hüpfer kommen sowieso zeitversetzt erst. Keine Ahnung, wir sind noch nicht so weit gekommen. Ja doch, wir sind bis zum Boss gekommen. Ja. Echt? Ja. Mhm. Wann? Letzte Runde. Letzte Runde. Deswegen haben wir gesagt, die Meta lief so gut. Okay. Okay. Mhm. Ja, jetzt noch nicht. Dann halt noch nicht. Hold all set, ja, genau. Aber ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich optimal. Jo. Dann nächste Runde einfach nochmal weiter befestigen. Ja, ich schau kurz die Türme nochmal durch. Ja, die haben. Wow! Blitzturm 400, 882. Mehr als Fokus. Oh. Streulaser hat mehr als Fokus. Oh. 482, wow, das ist eine ganze Menge gerade, wow. Ja, musst du bedenken, die Zombies waren ja alle auf einem Punkt. Ja. Das heißt, alles, was du aber der Fokus macht, hat 540 gemacht, also. Mhm. Ja, weil das der erste war, der hat alles reingekriegt. Naja. Ja, das ist der andere war nur 191. Ich find's interessant, wie der Minenturm, also der Minenspender, einfach 118k letzte Welle gemacht hat. Mhm. Ja, aber es explodiert dann. Ja, eben. Deswegen meine ich ja, das hat dann doch 118k ist eine ganze Menge an Schaden. Mhm. Jo, okay. Ich glaube, eine Mini macht 10k oder so. Oder 11k. Steht ja dran. 20k. Ja, okay, durch die Amp. Durch die Amp und durch dass es Stufe 3 ist, ja. Und der Feuerleitturm dürfte wahrscheinlich sogar die Reichweite der Explosion was erhöhen. Mhm. 2,76, das sind über 2,5 Blöcke an Explosion. Mhm. Das sind verdammt krasse Minen. Ja. Oh ja. Stell dir mal vor, hast du eine kleine, komische, weiße Mine, trittst drauf, einfach mal so ein riesiger Krater in einem 2,5 Meter Radius. Ja, ne? Weil man gut davon ausgehen kann, dass ein Block hier mindestens 1 Meter lang ist. Ein bisschen was mehr. Wenn ich 1,5 locker. Ja. Okay, wie ist die Aufstellung? Erstmal alle wieder auf
Springer oder? Erstmal auf Springer, ja. Okay. Ich wollte hier hinten stehen bleiben eigentlich, aber ich kann auch gerne kurz ja, davon nee, zum Springer. Bleib du mal da hinten für den Fall, dass die doch zuerst rauskommen. Und dann kannst du schon mal Schaden drücken, während wir rüberkommen. Let's go. Jo, klingt gut. Okay, Hüpfer kommen. Okay, doch. Kampfläufer kommen auch sofort. Ja, okay, dann können wir durch um die. Wobei die Hüpfer sich wirklich selbst erlegen, momentan. Also quasi zumindest. Gut, dann widme ich mich wieder mal hier. Da ist wer geplatzt. Schön viele Zahlen. Welche nah beim Kern? Nee. Ja, die laufen aber auf noch guten Weg dahin. Ganze Weile laufen die noch. Bloß, dass wir uns halt alle mal auf ein paar konzentrieren. Gehen sie schnell da. Ja, das machen Simon und ich ja gerade. Eben. Du auch gerade recht. Ich auch gerade, ja. Zeitpunkt. Oh yeah. Nö, ist doch wirklich leicht, diese Runde. Jetzt kommt die Schwere. Ist ja nur der schwere Boss. Nur? Das letzte Mal haben wir nicht down gekriegt wegen dem Schaden hier. Ja. Mit Raketen kriegen wir den aber ziemlich gut. Eben, jetzt haben wir Schaden. Wäre schlimmer, wenn es ein zerstörender Boss gewesen wäre. Und wir haben einen sehr langen Weg jetzt diesmal. Eben. Der Kern hat, glaube ich, immer noch fast. Ja, der Kern hat immer quasi noch volles Leben, also. Immer noch 3600, ne? Jo. Eben. Okay, ich hab fast die Amp abgebaut. Vorsichtig. Hätte ich eine ganze Menge an Punkten gehabt im Kopf. Wie viele sind wir eigentlich momentan drin? Das sieht man ja nicht. Doch. Ja, 3490. Ja. Markus, deine wow. 350 noch bitte? Jo. Dann haben wir nämlich eine Verstärkung von über 100% wahrscheinlich. Oh, Hammer. Na? Nee. Ah. 98,8. Auch gut. Jetzt muss ich irgendwas anders abbauen. Das geht nein, nicht. Lass es. Ich sehe übrigens gerade was. Was siehst denn du? Ist dieser Platz nicht unnötig? Jo. Ja, ist er. Aber wir brauchen ihn nicht mehr wirklich, oder? Ich sehe keine wirklichen Verbesserungsmöglichkeiten.
Markus, hast du noch einen Ort, wo du noch einen Block setzen kannst, theoretisch der Sinn macht? Nö. Außer vielleicht hier, dass man draufstehen kann. Dann hat man eine schöne Fläche zum Draufstehen. Ja, die braucht man nicht unbedingt. Doch, die braucht man ziemlich. Oder oh, ist das ein Säurefeld? Ja. Ah, okay, dann ja. Jo, alle auf Schweber? Oh. Was haben eigentlich wir sonst ja noch? Läufer haben wir, normale Schweber und Zombies, ja. Good to go. Der Rest erledigt sich so ein bisschen nebenher. Eben. Okay, Konzentration. Wichtig. Da ist er los. Das Labus True G2. Das gibt's nicht, ey, wie die einen rumschubsen, diese kleinen Mistviecher. Wo ist denn der Boss? Ich sehe den gerade gar nicht. Am ersten Blitzsturm. Ah, da. Ja. Was hat... Wenn die anderen Schweber mal aufhören würden, mich immer von dem einen Schweber wegzukicken. Ich gehe mal mit Homing Missiles auf den drauf, ne? Jo. Ne, ist gar nicht so schlau. Macht keinen Schaden, ja. Die durchschlagen nämlich die Projektile, die schlagen nämlich die Panzerung nicht. Alter, wie weit mich die normalen Schweber einfach kicken? Ja. Du hast die Minen übrigens vergessen. Och ja. Jetzt kannst du mir sagen, bevor die Runde beginnt. Den kannst du selber machen. Nee, die Minen sind schon seit einigen Runden nicht mehr in mein Fachgebiet gewesen. Ja, aber wenn wir den Turm nicht drin hatten. Oh, der hat schön getroffen. Robbys komplette Reihe hat getroffen. Wie meinst du das? Oder hast du nicht gerade Raketenreihe gemacht? Weil den hat irgendwie 20k oder so abgezogen. Boah, dann war das doch ziemlich super von mir, ja. Nein! Leute! Bitte! Ich hab nicht gesehen, wie viel Schaden es gemacht hat, aber es war, glaube ich, einiges. Ich kümmere mich jetzt mal um den Kämpfen mit euch. Hier euch mal um den Boss. Ja, der ist bald down. Wir sind noch. Down? Weg ist er. Okay, sehr gut. Bleiben die Zombies. Ja, also wenn wir die jetzt nicht schaffen, dann müssen wir uns echt schämen. Ja. Also wirklich. Zu dritt auf 10 Zombies oder so. Ich hab nur AOE-Attacken, also. Ach ja, die Minen haben wir auch noch eben. Platz. Sieg! Endlich! Endlich! Hat doch lange noch gedauert, ja. Ja. Und Level 22. Verdient! Geil! Schön. Ruptur Minen. Oh, ein besser Minenspender. Ja. Und schon hat Corby mehr Schaden gemacht als ich. Ein Wunder. Ich hab am meisten Schaden gemacht, überhaupt. Ja. Offenbar, warum habe ich so wenig gemacht? Alter. Die meisten. Ich hab die meisten Volltreffer gelandet. Oh. Das Kit macht's aus. Ja, vor allem, ich sag's mal so. Ich hab von Anfang an gesagt, ab Anfang dieser Runde, ich hab mich damit daran gewöhnt, nicht den meisten Schaden zu machen, ich spiele eher auf Support. Tja, so viel dazu. Ach, wie schön das war jetzt. Ja. Das war einfach so unglaublich satisfying. Ja, genau.
Ja, in der Runde hat man echt mit AOE richtig punkten können. Aber so richtig. Ja. So, weiter im Text. Nebenbei, den Rückstoß von Sweet kann ich mittlerweile mit dem getimten W-Drücken einfach komplett negieren. Mhm. Wenn ich stehen bleibe. Immer schießen, winzigen Schritt nach vorne, das kriege ich super hin. Stromrelays. Juhu. Also wenn wir jetzt für jede Map so viel brauchen, so viel Versuche, dann raste ich echt aus. Na, werden wir nicht. Das soll auch schwierig sein, ne? Ja, aber nicht so schwierig. Am besten gleich Simon dein Ding austauschen, ne? Ja. Heilkern. Und Minenspender. Da gibt's einen besseren jetzt. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Ja, ja, wird wohl darum zu sein, ja. Oh, der macht sehr viel Schaden, ja. No time to waste. Abhängig von der zurückgelegten Reichweite. Was? Abhängig von der zurückgelegten Reichweite? Ah, ich glaube, das waren die Heftminen. Die Rupturminen. Guck mir die mal an. Gegner. Also, das Schadensding ist auf jeden Fall komplett voll. Gut, der auch, aber. Ich glaube, das sind Heftbomben, ja. Nee, ist ja auch für einen so auf dem Schlachtfeld. Also zum selber platzieren. Nimm mal mit. So. Anstatt dem normalen Turm, oder? Jo, denke ich mal. Macht halt wirklich bei den schnellen Gegnern Sinn. Das macht bei Hüpfern und bei den Sprintern unglaublich viel Sinn wahrscheinlich. Muss mal gucken, was in dieser Runde so läuft. Jo. Zombies. Übrigens, stabilen Kern. Habe ich. Gut. Doch wichtig. Mhm. So, wie sieht's denn hier aus? Schön. Ich habe die Damage-Zone schon gefunden. Der Kern unter so einer komischen Auslassöffnung, das ist praktisch. Oh, warte mal, können wir einen Kern verspielen? Nee. Das ist mies. Konnten wir aber nie. Danke. Nebenbei. Ja, ich suche mal so ein bisschen nach Secrets und so, ne? Jojo. Ich schaue mir die Map überhaupt mal an, weil ich meine, die alte Map, da haben wir einiges gefunden. Mhm. Das ist wohl wahr. Matriarch. Jetzt hier up and running. Ja, da stimmt irgendwie, ne? Mhm. Zeigen. Mit einem überhaupt nicht verpixelten Tag. Ach, schau mal, Game in a Game. Game in a Game. Keep calm and shoot loose. Game in a Game. Ja, aber Game in a Game, das sind doch die Namen dieser Spielerhallenteile. Ja. Ist das echt nur eine platte Map? Ist ja so langweilig, aus der Map könnte man so viel rausholen. Aber hier haben wir Wehrpflichtige. Und Minen. Jai. Und ein ziemlich beschissenes Setup für Damage Zone. Tja. Aber wir haben einen guten Schuss, gutes Schussfeld von hier oben. 20 Türme. Ich würde fast sagen, wir versperren erstmal den Bereich zwischen den beiden hohen Türmen hier. Mit den Plattformen. Damit wir zumindest nicht direkt zum zweiten Kern laufen können. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, aber mach du dabei. Ich versuche, eine Damage-Zone zu planen. Ach gut. So, lass mal schauen.
Verbindungstermin gefunden. Gut. Ah, den brauche ich noch daher. Ja. Oh, hier, schau mal, hier liegt da schon eine rote Mine. Hab ich ja schon hingelegt. Leg die beiden normalen Minen einfach mal daneben, ne? Ich würde fast sagen, die Damage so machen wir hier so in dem Bereich. Also nicht der schlechteste Bereich. Da werden sie wieder nur über zwei Seiten. Und zwei erhalten. Ja, reicht doch im Endeffekt. Ja, wirklich, wirklich so eine Viererreihe kann man schwer bauen hier in dem Bereich. Ich überlege die ganze Zeit schon. Irgendwie muss das hier gehen. Doch, doch. Die Zeit arbeite ich ja mal mit Rocket Jumps, ne? Mhm. Ja, mit Sky's Double Jump hat man immer sehr viel rausfinden können. Wenn ich den jetzt gerade nicht mehr verwenden kann, muss ich mit den Raketen arbeiten. Jo. Man bräuchte die Unterführungen, ey. Kosmik. Französisch. Du könntest auch mal kurz ein paar Rupturminen hier immer hinpacken. Also ein Spender da. Ich mag aber meinen Standpunkt gerade sehr gerne. Ja, pack's einfach auf irgendeinen Turm drauf, mal zum Ansehen. Klar. Irgendwas wirst du ja von da oben aus sehen. Genau, ich mach andere Taste. Ich werde den mal kurz auf, um ihn mal anzugucken. Ah, das sind diese Bärenfallen, okay. Ich platziere mal welche, ne? Mhm. Heute sind das vier Stück einfach. Jo. Das heißt, die machen mehr Schaden, wenn schnell ihre Gegner rüberrennen. Ja. Und je länger sie damit noch laufen müssen, oder? Wahrscheinlich. Zurückgelegter Weg, jo. Also wirklich am ehesten direkt nach vorne oder eben taktisch irgendwen vor die Füße schmeißen. Naja. Wenn wir zum Beispiel so ein paar Rhinos haben. Ist mir fast zu kompliziert. Wirklich nur fast. Aber wir haben hier Sprinter. Das passt gut. Ja. Was hast du denn hingepackt? Ich hätte wieder in der Hand, ich leg den nämlich direkt hier vorne hin. Mach das besser nicht, weil die Zombies garantiert zuerst rauskommen werden. Pack die eher mal so hier hin, weil die Sprinter hier schnell sein dürften und die Zombies eben erstmal da hinten rumwirken. Meine Güte. Ja, Taktik, Junge! Nicht Taktik, sondern Kommando ist das hier bei dir. Also hier so hin? Jo, da so. Hm? Also stellen wir gleich nochmal. Also, die Map ist echt beschissen. Ach, man kriegt immer zwei dafür. Hm? Die Map ist halt so ein bisschen dafür gedacht, so zu bauen, wie man anfangs gebaut hat, mit normalen Trenchen und so. Hm. Ich will aber nicht damit zone. Och ja. War so wirksam und so cool und ja und so unglaublich kompliziert.